Menschen mit Beeinträchtigung werden in ihrem Alltag vor recht viele Challenges gestellt. Zum Beispiel beim Arbeiten. Und es wird noch schwieriger, wenn sie weg wollen vom geschützten Arbeitsplatz. Ich will etwas aus meinem Leben machen. Ich will einen anderen Job haben. Also meine Eltern haben auch nicht gedacht, dass ich so selbstständig bin, diese eigene Wohnung habe und so. Ich wollte letztes Mal von euch wissen, welches Thema wir unbedingt mal machen. Und jemand hat das geschrieben. Wenn Menschen mit Beeinträchtigung in reguläre Arbeitsmärkte wollen, wie einfach ist das? Bei den Firmen ist es schon noch einfach ein bisschen die Unsicherheit, etwas Neues. Können wir da? Schaffen wir da? Hallo, sind wir uns schon beobachtet? Du bist Dominik, hä? Genau. Hallo Zelda, Livia, freut mich. Ja, wir würden glaube ich auch arbeiten, oder? Ja, genau. Was möchten wir? Wir gehen kurz hinterher, okay. Wegen dem Kübel. Kübel, ja? Ist gut. Ja, so, so ein Putzkübel sozusagen. Weil es geregnet hat und dann anfangen Tisch und so. Okay. Genau. Jetzt zwei Lumpen. Mhm. Jemand kann den Tisch putzen und jemand die Stühle. Gut. Du musst entscheiden, was soll ich machen? Du kannst den Tisch machen. Ist gut. In der Schweiz leben schätzungsweise rund 1,7 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung. Je nachdem können sie Unterstützung in Anspruch nehmen. Zum Beispiel gibt es geschützte Arbeitsplätze auf dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt. Aber immer mehr möchten im ersten Arbeitsmarkt arbeiten und ihre Stelle selber aussuchen. Zelda und Tommy haben diesen Wechsel vor ein paar Jahren gemacht und arbeiten im Service in der Tanne. Das ist ein Restaurant in Schaffhausen. Sollst du ihn wieder mal ein bisschen auswinden? Ja. Ich bin mir das nicht gewöhnt, so körperlich zu arbeiten. Ja. Ich hocke nur vor dem Computer. Ja, bist du so ein Bürogummi? Ich bin so ein Bürogummi. Ja, da bin ich mir am Anfang auch nicht gewöhnt. Aber man gewöhnt sich daran. Was hast du vorher gemacht? Vorher bin ich in der Alltag. Was ist das? Das ist so eine geschützte Werkstatt, ja, für Menschen mit Beeinträchtigung. Wo sie irgendwie keine Chance haben, zu sagen, hey, ich will jetzt da etwas machen außerhalb. Es gibt auch Leute, die das wirklich nicht können. Und das hast du gerne gemacht? Es geht. Geht so. Am Anfang war es für mich relativ schwer, mit denen umzugehen. Aber mit der Zeit muss ich sagen, er ist auch noch ein Mensch. Du, jeder ist so, wie er ist, gell? Und muss einfach die Leute akzeptieren, so wie sie sind. Ja. Ich bin jetzt auch froh, dass ich jetzt etwas anderes machen kann. Eben ich bin ein Mensch, der ja wirklich gesund ist. Oder? Und ich habe gedacht, ich will gesund bin, was soll ich dort in den Alter machen? Ich gebe lieber den Job jemandem, der es wirklich nötiger hat, oder? Zelda und Dominik haben übrigens gewünscht, dass wir von Beeinträchtigung reden, weil sie Behinderung eine Beleidigung finden. Und weil sie ein grosser Teil dieser Repo sind, rede ich auch von Beeinträchtigung. Wir sind beste Freundinnen, oder? Ja. Eben, und dann gehen wir zwei am Montag in die Ferien. Wir gehen am Montag in die Ferien? Ja, zusammen. Oh. Wo gehen wir hin? Auf Griechenland. Wow, mega nice. Ja. Für eine Woche, wir freuen uns mega, gell? Für 10 Tage. Ah, nice. Wir freuen uns mega, gell? Ja. Und wie habt ihr euch kennengelernt, ihr zwei? Von der Alten haben wir uns kennengelernt. Ja. Wir haben uns ganz sofort gut verstanden. Wir haben uns dann irgendwie aus den Augen verloren. Genau, zwischen mal. Und dann, wo wir gesehen haben, wir arbeiten hier in der Tanne, dann haben wir uns wieder gefunden. Irgendwie. Ah, voll schön. Ja, mega. Stimmt. Was gefällt euch besser als vorher beim Arbeiten? Du kannst eigentlich frei entscheiden. Eigentlich. Ja. Und mehr Freizeit, das ist das. Mehr Freizeit? Ja. Ja. Weil ich habe nur 2 Jahre die Lehre gemacht in der Altra. Ich habe Hauswirtschaft gelernt. Mhm. Und dort habe ich eigentlich vieles gelernt. Ja. Ja, aber ich finde schon, dass wir immer mehr Freizeit haben. Ja. Ja. Livio, kannst du kurz den Tisch hier tun? Geht's? Wo? Gerade hier, gerade nebenan. So, kommt noch mal jemand. Es sind um 6 Uhr, weißt du, heute wieder so. Mittag. Genau. So. Genau, das ist super. Ja, recht schwer. Ja, für mich natürlich nicht. Ja, für mich nicht. Ich habe es nicht mal gespürt. Ja, du meinst, ich jetzt das machen. Das war ja dein Ziel immer so, eines Mal so im ersten Arbeitsmarkt. Ist das immer schon das Ziel? Ja, ja. Genau. Ja.
Meine Eltern haben auch gesagt, dass ich zuerst etwas lernen und dann richtig arbeiten. Ja. Dann habe ich das auch gemacht. War das auch immer schon klar, dass du das irgendwann machen kannst? Oder hat es auch Zeiten, wo es geheißen hat, ja, vielleicht nicht, vielleicht geht es nicht? Also meine Eltern haben auch nicht gedacht, dass ich so selbstständig bin, jetzt eine eigene Wohnung habe und so, weil ich seit Geburt 21 geboren bin. Aber trotzdem haben sie gesagt, doch, du schaffst das immer alles und so. Seitdem weiss ich, ich kann das schaffen. Mhm. Ich habe schon als Studentenjob in einem Laden gearbeitet, wo Menschen mit einer Beeinträchtigung angestellt sind und ich durfte dadurch schon viele Erfahrungen sammeln. In meinem direkten Umfeld sieht es aber etwas anders aus. Jetzt sind wir ehrlich gesagt, was das anbelangt, nicht mega divers. Wie ist das bei dir? Schreib es mir in die Kommentare. Und hey, es ist jetzt Mittag. Das bedeutet, wir müssen Zelda in Ruhe lassen, sie hat Mittagsdienst. Aber Tommy und ich, wir sind jetzt mal zu Mittag. In dieser Reportage geht es ja darum, herauszufinden, wie es für Menschen mit einer Beeinträchtigung vom zweiten in den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln. Genau. Wie hat sich das für dich so angefühlt? Es war ein sehr, sehr grosser Sprung. Ich habe wirklich sehr lange gebraucht, aber ich muss sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass ich es wirklich geschafft habe, den Sprung vom zweiten in den ersten Arbeitsmarkt rüberzukommen. Ja. Ist das einfach schon ein längeres Ziel von dir? Ja, schon länger. Ich wollte etwas aus meinem Leben machen. Ich wollte einen anderen Job haben. Mhm. Ich weiss, es war nicht einfach, diesen Weg zu gehen, aber ich habe es geschafft. Wieso war es dir so wichtig gewesen, damals, so diesen Schritt zu wagen, ja, in den ersten Arbeitsmarkt? Erstens eben wegen dem Lohn und der Arbeit halt. Ja. Eben, der Lohn war 2 Franken irgendetwas gewesen, auf die Stunde. Und da ist schon gerade etwa 7 oder 8 Franken auf die Stunde. Also das ist natürlich dann, merkst du natürlich dann schon zum Leben. Und auch die Arbeit macht mir auch mehr Spass. Ja. Ich habe viel mehr Geld als vorher. Viel mehr Geld? Viel mehr Geld. Ich habe mich sogar selber schockiert, als ich das gesehen habe. Und dachte, das kann nicht wahr sein. Hast du kurz gemerkt, bist du reich? Ja, ich habe ja noch den zweiten Job, die Spitex, gell? Was schaffst du denn noch? Also da hat sich eigentlich ergeben, das war eigentlich gar nicht blank. Ich mache Kurierdienst. Ja. Einfach Postverträge und ja. Was war so das Grösste, was sich geändert hat, damals, als du so in den ersten Arbeitsmarkt gewechselt hast? Vieles. Ist es strenger geworden? Also jetzt, ist das Leben jetzt strenger als früher? Ich finde schon. Ja. Ich meine, jetzt habe ich eine eigene Wohnung. Und da gibt es halt auch vieles Geld zu machen. Putzen, waschen, kochen. Ich habe ja einen Beistand, der mir die Rechnungen und so zahlt. Also okay. Finanziell bin ich auch abgesichert. Also. Wie funktioniert das genau mit einem Beistand? Er tut einfach schauen, dass die Miete gezahlt wird, dass die Stromrechnung und Wasser und alles gezahlt wird. Und Zahnarzt, ja, und Doktor und einfach, dass alles gezahlt ist. So, du hast ja viel Kontakt mit Gästen, mit Leuten, die kommen, ja, essen. Ja, ich bin sehr kommunikativ. Ja. Hast du das Gefühl, dass dich irgendwie Gäste anders behandelt haben, weil du mit einer Beeinträchtigung lebst? Ich glaube, die haben das gar nicht so gemerkt. Weil bei, ja, mir sieht man es eben nicht an. Aber ja, voll. Ich habe das Gefühl, dass sie mich ganz normal wie ein normaler Mensch behandeln. Also bei mir war es einfach nur die Lernschwäche, aber das, ja, hat sich mit den Jahren auch verbessert. Du hast gesagt, du fühlst dich wie ein normaler Mensch. Hast du dich früher in dem Fall, wo du noch in einer geschützten Arbeitsstelle geschafft hast, hast du dich dann nicht wie ein normaler, nein, Mensch gefühlt? Nein, nicht so. Nicht? Ich habe das Gefühl, so, ja, mein Vater hat mich als, sagen wir jetzt, als behindertes Kind angestellt. Ja. Das hat mich dann halt natürlich recht das Loch abgezogen. Darum habe ich mich dann selber auch nicht so, wie soll ich sagen, so als normaler Mensch gefühlt. Ja. Habe ich mir gedacht, ja, wenn das der Vater sagt, dann bin ich halt ein behindertes Kind, oder? Dann, ja. Darum hat mich dann wahrscheinlich dann halt in den Alltag gestellt. Dann sage ich, du gehörst nicht denen. Und darum habe ich mich nie als richtiger Mensch gesehen. Ja. Und wo hast du so Schwierigkeiten gehabt? Weißt du, wo jetzt zum Beispiel andere Menschen irgendwie kein Problem haben? Wo sind so Sachen gesehen, wo du eher ein bisschen Mühe hast? Ja, also ich muss sagen, ich habe einfach schon noch Schwierigkeiten mit dem Geld selber verwalten. Das ist mir noch. Aber du, ich meine, da habe ich einen Beistand und, ja, ich lerne ja noch. Also bist du zuversichtlich, dass das auch irgendwann mal im Griff, ja, hast? Ja, ich habe ein Ziel vor Augen, das will ich machen. Ja. Ich verfolge im Moment nichts anderes. Ich wollte einfach im Moment wirklich sagen, so, jetzt wollte ich wirklich den Schritt gehen. Oho! Oho, jetzt kommt es einmal. Das sieht ja super aus. Danke vielmals. Das ist auch fein. Wow. Ich habe es fast vergessen. Ich habe es zu holen. Oh, das sieht aber auch nice aus. Das ist auch fein. Ja.
das ist wirklich mein Ziel vor Augen. Also ich wollte das wirklich eines Tages sagen, so, bis dann, jetzt ist genug, jetzt haben sie mir genug geholfen, jetzt wollte ich selber probieren. In der Schweiz haben wir das Behindertengleichstellungsgesetz. Sehr grob gesagt, sollen mit dem Menschen mit einer Beeinträchtigung im Alltag nicht benachteiligt werden. Vor etwa 10 Jahren haben wir auch die Behindertenrechtskonvention von der UNO unterschrieben und mit dem zugestimmt, dass es kein Hindernis für Menschen mit einer Beeinträchtigung mehr geben soll, dass man sie vor Diskriminierung schützen und dass sie gleichgestellt sind. Wenn man aber Interessensverbände oder Menschen mit einer Behinderung zulässt, dann sagen sie klar, es reicht nicht. Darum ist im Frühling die Inklusionsinitiative lanciert worden. Die fordert unter anderem, dass Menschen mit einer Behinderung frei entscheiden können, wo sie arbeiten, wo sie wohnen oder auch so Basic-Sachen, dass sie jeden Bus oder jeden Zug einsteigen können. Ich treffe jetzt Thomas Brehm. Er ist Inhaber von mitschaffen.ch. Das ist eine Vermittlungsfirma, die Menschen hilft, vom zweiten Arbeitsmarkt in den ersten zu wechseln. Ich habe im Laufe der Recherche mit der Arbeitsagentin geredet und sie hat gesagt, sie hat das noch nie so erlebt, dass es so viele Stellen hat für Menschen mit Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt. Wieso ist das so? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass die ganze Thematik Diversity and Inclusion bei den grossen Firmen jetzt so langsam in die Gänge kommt. Und da jetzt Menschen mit einer Beeinträchtigung mitkommen in dieser Bewegung. Das ist das eine. Und auf der Seite der Menschen mit Beeinträchtigung ist so die UNO-Behindertenrechtskonvention, die ja einfach sagt, freie Wahl für Wohnen und Arbeiten. Da wächst jetzt auch wie eine Generation an, die das auch einfordert und sagt, ich will und sich nicht mehr einfach zufrieden gibt mit, ich bin jetzt in meiner geschützten Werkstatt, an meinem Platz, sondern ich will aus den ersten Arbeitsmärkten in eine Kita oder in den Coiffeursalon oder in ein Restaurant arbeiten. Wie viel arbeiten es häufig dann am ersten Arbeitsmarkt zu bleiben? Gibt es da irgendwelche Zahlen? Ja, wir werten es jetzt nicht aus, statistisch. Aber ich würde jetzt sagen, von 10 Vermittlungen funktionieren 9. Mhm. Und dann gibt es, und da haben wir am Anfang auch ein bisschen lernen, ja auch die Matching, die dann eben nicht matchen. Und das hat mich am Anfang mega mögen. Und jetzt merke ich, wenn ich mit HR-Leuten zustrete, die sagen, ja, meinst du eigentlich, bei uns funktionieren alle Vermittlungen, ja. Bei den Nichtbehinderten, das ist ja genau das Gleiche. Und wie kann man sich das denn vorstellen? Ist denn gar keine Begleitung mehr vorhanden? Da kommt jetzt auf das Modell drauf an. Ja. Also wenn jemand sich so eine Stelle selber sucht, dann hat er keine Begleitung. Jetzt beim Modell von Mitschaffen haben wir ja fix einen Jobcoach dabei, wo jetzt wirklich dann auch über die ganze Anstellungstour einfach wie so eine Götti- oder eine Gattenfunktion übernimmt, für den Betrieb, aber auch für die Person mit Handicap und so schauen, dass die einfach miteinander in den Schlag kommen. Aber weil ja nicht alle Behinderungsarten gleich sind, also jetzt eine blinde Person oder eine gehörlose Person braucht vielleicht jetzt da ein bisschen weniger Support, wie jetzt eine Person mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Wie findet ihr eigentlich Jobs für Menschen mit einer Beeinträchtigung? Die meisten von unseren Bewerbern, die finden sich über einen normalen Stellenanzeiger, finden die keine Stelle, weil die fallen raus, weil sie nicht die Anforderungen nicht erfüllen. Und dort kehren wir ein Spiel um und sagen, wir gehen in die Firma und haben so ein Modell entwickelt, das Job Carving heisst, von to carve und Job schnitzen. Ja. Dass wir reingehen und sagen, kannst du mal mir sagen, in deiner Abteilung, was gibt es für Tätigkeiten, die jetzt auch jemand ausführen könnte, der eine Leistungsschwäche hat. Dann gibt es so eine Win-Win-Situation daraus. Wir gehen dir der Frage nach, wie schwer ist es für Menschen mit Beeinträchtigung, eigentlich im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Was würdest du jetzt als Antwort geben darauf? Weniger schwer wie vor 10 Jahren, aber immer noch schwer. Mhm. Noch weniger schwer in Zukunft wird es dann, wenn das Thema der Inklusion nicht eines ist, das erst in die Arbeitswelt kommt, sondern von ganz früh anfängt. Ich bin überzeugt, wenn in unseren Kitas Kinder mit und ohne Handicap zusammen unterwegs sind, nachher in den Schulen inklusiv geschult wird, dann in den Ausbildungen inklusiv geschult wird, im ersten Arbeitsmarkt, dann haben in 20 Jahren die Leute, die das jetzt machen, ist es wirklich klar. Wo bremst es, dass wir nicht noch weiter sind? Auf Seite von Menschen mit Behinderung bremst es noch dort, dass es noch nicht für alle so ersichtlich ist, was gibt es überhaupt für Varianten. Es ist immer noch so ein bisschen ein Weg weggegeben. Ich mache eine Anlehre und dann gehe ich trotzdem richtig geschützten Bereich. Das ist noch so ein bisschen wenig bekannt. Was halt auch ist, ist, dass die geschützten Werkstätten als solches nicht ein wahnsinnig grosses Interesse haben, dass die Leute den Schritt machen. Weil da hören wir auch Sätze wie, ja, da verlieren wir unsere besten Leute und wir haben ja auch Aufträge. Also dort ist sicher noch ein Bremser drin. Und auf der anderen Seite, bei den Firmen ist schon noch einfach so ein bisschen die Unsicherheit, etwas Neues, können wir da, schaffen wir da, geht da im ganzen Zeitdruck, Finanzdruck. Da gibt es schon auch noch einfach Faktoren, die
die hemmen. Im Moment sind es vermutlich schon vor allem Firmen, die sich Inklusion auf die Fahne schreiben und darum so Arbeitsplätze schaffen. So ist es auch in der Tanne. Das war von Anfang an das Konzept vom Restaurant. Du hast ja hier viele Gäste, die du bedienst. Wenn die Leute mit dir darüber reden, so irgendwie so fragen sie so, ja, was ist jetzt deine Beeinträchtigung oder so. Ist das ein Thema für Menschen? Also für mich eigentlich nicht. Mhm. Sie können sie mich gerne ansprechen oder so. Ja. Nur wenn sie wirklich wissen, was ich kann oder so, dann sage ich schon, was ja. ich kann und so. Aber sonst grundsätzlich eigentlich nicht. Fühlst du dich jetzt freier an diesem Arbeitsplatz? Ja, schon. Was kannst du denn für entscheiden da? Einfach deine eigenen Fehler daraus lernen, das ist das. Jeder sagt auch mir, was ich einen Fehler gemacht habe. Mhm. Und dann kann ich auch daraus lernen. Und das ist wie Freiheit. Hast du gedacht, du schaffst es vielleicht nicht am Anfang? Ja, ich habe schon am Anfang gedacht, dann schaffe ich das und so. Aber in der Schulzeit bin ich sehr gut und so. Mhm. Und dann haben wir auch von der Familie gewusst, ah, du bist schon etwas anderes, aber schlussendlich muss ich auch trotzdem selber auf mich schauen. Ja. Nicht auf die anderen, sondern auf mich. Ich habe nur zwei Beispiele kennengelernt und bei beiden läuft es relativ gut. Sie können frei entscheiden, wo sie arbeiten wollen. Und beide bekommen natürlich Unterstützung. Ganz ohne funktioniert es nicht. Damit Inklusion besser funktionieren kann, muss sie glaube ich, einfach früher passieren. Und vielleicht muss sich die Gesellschaft auch überlegen, ob es nicht einfach neue Jobprofile braucht. Bei SRF Impact behandeln wir ganz viele verschiedene Themen. Zum Beispiel bin ich gerade letztens auf einem Bauernhof gewesen, durfte selber anpacken und habe auch erfahren, wie auslaugend und anstrengend der Job kann sein kann. Die Reportage kannst du hier reinziehen. Und um nicht noch mehr so Shit von SRF Impact zu verpassen, abonniere uns auf diesem Kanal.